Jo, liebe Leute, Theo hier. Heute will ich mal was ganz anderes machen. Und zwar will ich euch drei Spiele vorstellen, die wie Mario Odyssey sind. Erstmal vorweggenommen, natürlich, Mario Odyssey ist das beste Spiel aller Zeiten. Für mich wirklich. Und ich habe sehr viel gespielt. Ich kann sagen, für mich ist Mario Odyssey das beste Spiel. Auch der beste 3D-Plattformer. Aber ich stelle euch jetzt noch drei weitere Spiele vor, die auch dieses Jahr rausgekommen sind. Also 2017. Also nicht, dass ich jetzt mit Mario Sunshine oder Mario 64 um die Ecke komme. Nein, Leute, ich komme mit Spielen, die von 2017 rausgekommen sind. Und auch 3D-Plattformer sind. Natürlich von der Genialität nicht mal ansatzweise so krass wie Mario Odyssey, aber ich denke, wenn man so seinen Durst nach Mario Odyssey gestillt hat, aber immer noch Hunger hat auf 3D-Plattformer, dann sind das auf jeden Fall drei wichtige Titel, die ihr abchecken solltet. Ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten an und ich fange mit dem an, was viele von euch eigentlich kennen sollten. Die anderen zwei sind ein bisschen unbekannter und zwar das erste ist Yooka-Laylee oder Yooka-Laylee oder wie es viele anders aussprechen, keine Ahnung, Leute. Es ist auf jeden Fall am 11. April 2017 dieses Jahr rausgekommen für die Xbox One, PS4, aber auch für den PC, Leute. Und inzwischen ist es soweit, es war ein bisschen im Schwanken, ob es überhaupt noch für die Switch kommt, weil es wurde erst angekündigt, dann wurde komplett nichts mehr preisgegeben und alle haben schon gedacht, es kommt nicht mehr raus. Aber doch, Leute, am 14. Dezember kommt Yooka-Laylee auch für die Switch raus. Und ich denke, die haben extra diesen Zeitsprung gemacht, damit nach Mario Odyssey die Leute wieder ein bisschen hungrig sind und dann Platz für Yooka-Laylee wieder haben. Weil während Mario Odyssey das zu releasen, wäre einfach taktisch einfach nur behindert. Und zwar wurde das Ganze entwickelt von Playtonic Games, die vom Logo sich bei Rare inspirieren lassen haben, Leute. Aber nicht nur das Logo, sondern das gesamte Spielprinzip ist an die Banjo-Tooie-Reihe angelehnt. Beziehungsweise es ist wirklich vom Spielprinzip genauso. Das liegt daran, dass die Entwickler sich abgekapselt haben und einfach gedacht haben, abseits von Rare, gründen wir mal eine eigene Firma und natürlich das Ganze von Fans wieder finanziert. Ich habe lange drauf gewartet, ich habe es viel gespielt, ich war letztendlich ein wenig enttäuscht, weil es von der Genialität nicht an Banjo-Kazooie direkt rankam, aber Leute, es ist auf jeden Fall ein Titel, wo es sich lohnt, ihn einfach nochmal zu zocken. Ihr kriegt richtig diese Nostalgie-Gefühle wegen Banjo-Kazooie, Leute, und es ist einfach ein 3D-Plattformer, sieht richtig bombastisch aus und glaubt mir einfach, holt's euch, Leute. Der nächste Titel auf meiner Liste ist auch ein Titel, der durch YouTube in letzter Zeit auch ein bisschen an Popularität gewonnen hat, und zwar Ahead in Time. Wurde auch ganz klug platziert, und zwar kam es einen Monat circa vor Mario Odyssey raus, war auch ein 3D-Plattformer und hatte auch was mit Hüten zu tun. Die Leute waren hungrig auf Mario Odyssey und dadurch hat sich das wirklich bombastisch verkauft, aber das liegt nicht nur an dem Release-Zeitpunkt, sondern auch am Spiel selbst, Leute. Es ist wirklich ein richtig geiles Spiel, was von der handwerklichen Seite, also wie es programmiert wurde, wie die Engine ist, wie das Movement ist und wie auch die Welten aufgebaut sind und auch mit den Collectibles, ist wirklich richtig phänomenal gemacht, Leute. Es erinnert wirklich an Mario 64, Sunshine oder jetzt auch Odyssey vom Movement alleine her, Leute. Und dann dazu noch ein bisschen so fusioniert mit der Prise Banjo und Kazooie. Und es ist wirklich ein geiles Spiel. Es ist zurzeit nur fürs PC erhältlich, also auf Steam. Und es hat sich bereits nach 2 Wochen über 50.000 Mal verkauft, Leute. Und es ist wirklich nur ein kleiner Indie-Titel, der einfach so aus dem Nichts geschossen ist, was wirklich, wirklich gut ist. Aber die Schranken sind schon freigegeben und zwar am 6. Dezember, Leute. Was ja auch nicht mehr lange ist, das sind ein paar Tage noch. Ist es auch für Xbox One und PS4 erhältlich, also auch für die Heimkonsolen. Entwickelt wurde das Ganze von Gears for Breakfast und natürlich gepublished von Humble Bundle. Und natürlich finanziert auch wieder durch eine Kickstarter-Kampagne. Wer hätte es gedacht, Leute? Aber es ist dabei ja diesmal was wirklich Knackiges rausgekommen. Ahead in Time, auf jeden Fall ein Spiel für dich, wenn du Bock hast auf ein weiteres 3D-Plattformer-Spiel. Das letzte Spiel, was meiner Meinung nach ein bisschen untergegangen ist und auch deswegen ein bisschen unbekannter ist als die anderen vorherigen, ist Super Lucky Tale, was eigentlich nur ein Exklusivtitel für die Xbox ist, aber ihr könnt es auch auf dem PC spielen, Leute. Denn es nimmt Teil an dem Play Anyway-Programm von Microsoft, was ja bedeutet, dass ihr Spiele kaufen könnt für den PC, also für Games for Windows, und sie wiederum auf der Xbox spielen könnt. Also ihr kauft ein Spiel und habt es dann für beide Plattformen. Deswegen, wenn ihr einen Computer habt, könnt ihr es zocken. Wenn ihr eine Xbox habt, noch besser. Und wenn ihr eine Xbox One X habt, umso besser, denn ihr könnt es dann auch im nativen 4K spielen auf eurer Heimkonsole, weil Super Lucky's Tale den ganzen 4K-Kram unterstützt. Jetzt noch ein bisschen was zu dem Spiel. Es sieht einmal richtig genial aus, finde ich. Und ihr trefft auf ganz viele verschiedene Charaktere und ihr müsst eure Schwester retten und das Ganze ist noch damit untermalt mit geilen Soundtracks, guten Bosskämpfen, wenn man die so nennen kann. Natürlich der Release-Tag am 7. November, knapp 1-2 Wochen nach Mario Odyssey, war einfach total daneben und war klar, dass das ganze Spiel untergeht, obwohl es wirklich ein kleiner 3D-Plattform-Hoffnungsträger war, meiner Meinung nach, von Microsoft-Seite, weil Microsoft bzw. Xbox, die haben das Ganze finanziert, also Microsoft Studios, und ich denke, aufgrund der schlechten Verkäufe wird es leider keinen weiteren Teil geben, aber Leute, falls ihr den nicht gespielt habt, checkt ihn ab, zockt's, und das waren 3 Spiele, die wie Super Mario Odyssey sind, in der Art, so ein bisschen 3D-Plattformer. Daumen hoch, wenn ihr mehr solche Spiele vorgestellt haben wollt. Ich mach's auf jeden Fall, Leute. Ich bin raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.